Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Haus Flipper. Wir sind momentan dabei, diesen Bunker hier zu gestalten, damit Oma dann bald hier einziehen kann, die geliebte Mama. Es ist schon etwas gruselig, aber gut, wir sind dabei, wir machen mal eben noch weiter. Küchenschrank mit Spülbecken. Gegenstand anbringen. Küchenschrank mit Spülbecken. Okidoki. Küchenschrank mit Spülbecken. There we go. Ja, weiß soll mir ruhig recht sein. Wo soll das denn hin, das Ding? Gibt's einen Ort? Ich stelle es einfach mal hier hin. So. Küchenschrank mit zwei Türen. Okay. Küchenschrank mit zwei Türen. There we go. Soll ja auch zusammenpassen, ne? Schrank mit hängenden Regalen. Schrank mit hängenden Regalen. So, Gegenstand anbringen. Etagenbett. Etagenbett. Jawoll! Ach du Scheiße, das sieht auch richtig schön abgeranzt aus. So, noch ein Etagenbett hier hin. Induktionsherd. Induktion. Up, da war's. Der Induktionsherd. Den packen wir da oben drauf. Einfacher Tisch. Ein einfacher Tisch. Nehmen wir so. Packen wir den denn hin? Wird langsam eng hier vom Platz. Ja, Omi soll das nicht zu gemütlich haben, ne? Packen wir einfach so. Hier so, dann wird ein bisschen eng. Zweimal Stuhl Ingolf. Stuhl Ingolf. There we go. Einmal Stuhl Ingolf. Und nochmal Stuhl Ingolf. Zack. Doch würde ich sagen, sind wir fertig. Ne? Es ist fast 100% gereinigt. Das Problem ist, irgendwo ist Dreck, den ich nicht finde. Wahrscheinlich ist es noch so eine Kakerlake, die noch irgendwo rumläuft. Aber ist auch nicht so schlimm. Wir schließen das Ganze dann eben mal ab. Für immerhin 10.000 Schmeckels beenden. Gut, wir haben aber auch viel Geld investiert. Ne? Muss man auch so sehen. Eine eigene Energiequelle ist die Grundlage dafür, dass Oma es gut geht oder was. Mhm. Okay, bei dir alles im Load? Hast du dir das gemütlich gemacht? Auf dem Karton, sodass er auch bald kaputt ist? Vernünftig. Hier so ein Stapel Umzugskartons steht aktuell neben mir. Wartet darauf, in die neue Bude gebracht zu werden. Allerdings müssen wir noch warten, bis der Bodenmann fertig ist. Und es fehlen noch zwei Räume. Dann wird stumpf einfach alles, was in mein Auto passt, da schon mal rübergebracht. Und ich denke, an einem letzten Wochenende muss dann der Rest noch rüber. Das ist nicht mehr viel dann. So, Kindergarten. Um Gottes Willen. Guten Tag. Nach einigen Jahren Arbeit in der Grundschule habe ich genug Geld gesammelt, um ein Gebäude zu kaufen, das ich gerne in einen charmanten Kindergarten verwandeln würde. Das Gebäude dient früher als Büro, also muss man wirklich viel ändern. Im Allgemeinen gibt es ein großes Durcheinander im ehemaligen Büro. Die ehemaligen Besitzer möchten es nicht sauber, mochten es nicht sauber zu machen. Entsorgen Sie alle alten und beschädigten Gegenstände, reparieren Sie alle kaputten Geräte und rüsten Sie das Badezimmer ordnungsgemäß auf. Kinder lieben es, wenn alles schön bunt ist, wie ein Regenbogen. Verwenden Sie in jedem Raum mindestens drei Farben. Und stellen Sie sicher, dass die Kinder eine Menge an Spielsachen in den Zimmern haben. Denn im Kindergarten werden die Kinder als erstes Spaß haben wollen. Vergessen Sie nicht, einen Ankleideraum für die Kleider unserer Kleinen zu schaffen. Einen Kleiderbügel, ein paar Regale. Ich glaube, dass sie das den perfekten Ort schaffen werden, an dem Kinder freudig herkommen werden. Dann bauen wir mal einen Kindergarten, wa? Ich mag grüne Wände. Wir werden das sehr bunt machen. Das ist das Büro, das alte. Ja, sieht ein bisschen büromäßig aus. Ich würde sagen, ja, da wurde hart entwickelt. Dann ging das Projekt gen Arsch und dann hat auch keiner mehr Bock, noch aufzuräumen. Verständlicherweise. Würde ich dann auch nicht mehr machen, ne? Irgendwann ist auch mal Schluss. Du, du, du. Dum, 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 dum. Dum, 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 da, da, dum.
So, das sieht doch ganz gemütlich aus eigentlich. Erstmal, oh, Aufgaben in anderen Räumen. Also draußen nix. Hier geht richtig was ab. Reinige die Beschmutzung. Was ist das denn hier? Energy Drinks am rumliegen, da, den Abfall da am liegen. Was ist denn da los? Wie sieht das denn aus hier, du? Was ne Schweinerei, du. Was ne Schweinerei. So, der erste Raum sieht doch schon mal von den Beschmutzungen gut aus. Reinige die Beschmutzungen. Ordnen Sie die Bodenfliesen an. Keramikfliesen orange. Keramik. Fliesen orange. Okay, sehe ich nichts. Ordnen Sie die Bodenfliesen an. Keramikfliese orange. Keramikfliese orange. Da ist sie. Das ist jetzt Boden? Ja. Du. Dusch. Machen wir einen Kindergarten. Das Geile ist, die Beschmutzung bleibt erhalten. Das finde ich schon mal ganz charmant. Ich fließe auch überall in die Räume rein, ne? Denn das hier ist der zentrale Raum. So. So weit, so gut. Da wollen wir noch ein bisschen mobben. Es gilt zu mobben, was das Zeug hält. Es muss weggemobbt werden, was der Dreck hergibt. So. Streichen Sie mit den Farben heller Pfirsich und samtweißer Pfirsich. Okay. Heller Pfirsich. Und samtweicher Pfirsich. So, wie sagen, jede Wand kriegt eine andere, ne? Fangen wir mal an. Erstmal mit heller Pfirsich. Du wirst heller Pfirsich. So, dann. Das machen wir auch heller Pfirsich. Das wird auch heller Pfirsich. Heller Pfirsich, heller Pfirsich. Noch mehr heller Pfirsich. Und den Rest machen wir jetzt in der anderen Farbe, die Seitenwände. So eine geile Idee. So eine geile Idee. Soll ja schon ein bisschen peppig sein. Man könnte natürlich dann über den Türen das immer noch wieder heller Pfirsich machen. So machen wir das. So machen wir das, dass das noch ein bisschen bunter wird, ne? Heller Pfirsich wieder für über die Tür. Na, ist das nicht eine nette Idee? Sieht schon ein bisschen abgespaced aus, aber wird schon passen. Dum, 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 dum. Dum, da, da, dum. Die Kinder sollen sich auch wohlfühlen hier. Das soll alles schön bunt und sauber und fröhlich werden. Das ist hier unser Ziel. Bunt, sauber, fröhlich. Sieht doch bis jetzt ganz nice aus. Dude, dann müssen wir hier nochmal drüber. Das ist wieder über der Tür. Hier könnten wir dann ja das invertieren. Und hier dann dunkel über die Tür machen. Jetzt werden wir richtig kreativ, Alter. Jetzt werden wir richtig kreativ. Ja, läuft, Leute. Ich sag euch das. Das läuft bei uns. So, weiter geht's. Jetzt müssen wir hier noch ein bisschen orange, dunkles Orange machen. Okidoki. So. Du.
Okidoki. Das sieht doch eigentlich schon wirklich ganz nett aus, muss ich sagen. Also, hat schon ein bisschen was. So, dann noch ein bisschen helles Gedönse darüber. Und der erste Raum ist fertig, ne? Und ich muss sagen, im Vergleich zu gerade eben, sieht das doch schon richtig schnuckelig aus. So, dann in den nächsten Raum. Zack. Oha. Jo, erstmal den Müll wegsammeln, ne? Düt, 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 düt. So, mal eben kurz gucken, wir haben neue Skillpunkte. Wirf den Müll in der Reichweite weg. Weite Reichweite. Aufräumen um 50% schneller. Du siehst alle Verunreinigungen auf der Minimap. Yay! Finally sehe ich alles. So, Fenster reinigen, streichen mit den Farben. Blöde Gegenstände entfernen. Okay, diese Regale müssen weg. Dann müssen wir das Fenster einmal sauber machen. So, was dann noch? Reinige die Beschmutzungen. Das machen wir doch eben. Hier wird weggeräumt, was geräumt. Das haben wir. Streiche in den Farben reife Birne und Sonnengelb. Das kriegen wir wohl hin. Reife, upala. Reife Birne. Und Sonnengelb. Ich würde sagen, wir machen wieder das gleiche System wie gerade eben. Die Seitenwände wären grün. Das nenne ich mal wirklich bunt. Ich muss in der neuen Bude doch streichen noch, ey. Momentan sind die Wände da einfach nur weiß. Und ich habe überlegt, ich lasse es einfach so und hänge halt Bilder auf oder sowas. Aber nee. Man sollte doch den Moment nutzen, wo noch keine Möbel. Warum hast du jetzt diese Wand da gestrichen? Wo noch keine Möbel drin sind, um das entsprechend zu streichen. So, hier kommt auch grün hin. Das ist alles grün. Dann wird das hier noch grüner. Dü-dü-dü-dü-dü. Okay, soweit, so gut. Und dann nehmen wir jetzt das Gelb für den Ornernkram. Sehr schön. Ich mache auch die Fensterinnenseiten so gelblich. Passt ja zu unserer Stilidee hier, ne? Machen wir auch die unten Dinger mit. Ich glaube, wir machen auch dann den unteren Bereich unter dem Fenster so mit. Also bei Fenstern machen wir das so, dass wir für die Fenster die andere Farbe verwenden. Sowohl innen als auch außen. Und natürlich auch dann hier unten drunter. Ich glaube, das sieht ganz fesch aus. Dü-dü-dü. So, und dann noch ein bisschen hier. Dü-dü-dü. Dü-dü-dü. So, das sieht doch gleich viel freudiger aus. Zank, zank. Und dann sollen wir noch Gegenstand anbringen. Sofa Grenada. Sofa Grenade. Farbe weiß-grau, himmelblau. Ich wollte nicht grau. Nee. Lass ruhig himmelblau. So, Gegenstand anbringen. Achtmal Schuhregal. Schuhregal. Gibt es das in irgendwelchen lustigen Farben? Orange. Achtmal. Wo ist nach vorne? So. Einmal. Zweimal.
Dreimal. Viermal. Höhere Bananenstapeln? Nee. Fünfmal. Sechsmal. Siebenmal. Scheiße. Wir brauchen noch ein achtes. Achtmal. Sieht ein bisschen kacke aus. Egal. Passt schon. Gut, damit, zweimal Schreibtafel. Okay. Schreibtafel. Wo kriege ich eine hier hin? Und eine da hin. 16 mal Kleiderhaken. Ach du Scheiße. Kleiderhaken. 16 mal. Okay. Die packen wir. Packen wir den hin. Dorthin. Hinter das Sofa. Hinter das Sofa. Einmal. Oh Scheiße. So immer ein bisschen versetzt. Zweimal. Dreimal. Das wird fürchterlich werden. Viermal. Fünfmal. Sechsmal, das ist ja richtig anstrengend. Siebenmal. Achtmal. Neunmal. Zehnmal. Elfmal. Zwölfmal. 13. 14, 15, 16. Damit ist dieser Raum fertig. Ist jetzt nicht so hübsch geworden, wie ich mir das gedacht habe, weil wir das Sofa hätten anders positionieren müssen, wenn ich ehrlich bin. Das können wir immer noch machen. Im Grunde muss das Sofa an die Heizung ran und die Dinger komplett an die Wand. Sofa kommt hier so an die Heizung. Ne, ist auch scheiße. Ist ja fürchterlich. Sofa kommt hier so ein bisschen so. Dann passt das jetzt. So ist das in Ordnung. Wieder ein Raum fertig. Nächster Raum. Jo, hier sieht das ja gut aus. Hier sieht das auch gut aus. So, erstmal gucken, was man alles verkaufen darf. Das nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Stifte will sie behalten. Box will sie behalten. Räume den Müll auf. Wo sind wir noch dabei, ne? Oh, das ist aber schlecht. Da läuft Wasser raus. So, noch mehr Müll. Müll ist aufgeräumt. So, Fenster reinigen. Jo. Lass mal das Wasser da erstmal laufen. Wir kümmern uns erstmal um die Fenster, ne? So. Fenster sauber! Upala. Das Fenster ist schon sauber. Also ein bisschen frische Luft hier reinlassen in die Bude, Alter. So. Eben die Heizung festschrauben. Da kein Wasser mehr rausläuft. Das ist schon ein bisschen kacke, ne? Jo, ist so gut? Ist so gut? So. Ihr Lieben, ihr hört den Hammer wieder kriegen, ihr wisst, was das bedeutet. Wir müssen jetzt eben hier ganz kurz einen Break machen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Komm, wir gehen in den schönen Raum hier. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst mir eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder und bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.